Hallo und herzlich willkommen zu diesem Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Denn es gibt einige richtig coole neue Mods, die ich mir mal mit euch gemeinsam angucken möchte. Und da haben wir als allererstes eine Mod, welche mehr Dinosaurier zu Omnivoren macht. Wir haben ja den Oviraptor bekommen, der frisst sowohl Fleisch als auch Pflanzen. Und durch diese Mod können das jetzt auch weitere Dinosaurier. Unter anderem kann jetzt auch der Pterycinosaurus Fleisch essen. Der hat jetzt hier auch dieses Zeichen für Omnivor, also Pflanzen und Fleisch. Und man muss auch hier den Wert erfüllen. Das war ja vorher nicht. Vorher hat er nur Blätterboden gegessen. Können ja einmal kurz Blätterboden platzieren, dann seht ihr das. Im besten Fall. Und wir können ja auch einfach mal so ein Fleischfieder machen. Dann können wir gleich uns beides mal angucken. Ich finde, zudem passt das auch sehr, sehr gut. Ich weiß halt nicht, was realistisch ist und was nicht. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber der Mod-Ersteller hat auch in die Mod geschrieben, dass es bei einigen halt so ein bisschen nach eigenen Empfinden gemacht hat. Aber ich kann es mir bei dem Theri ehrlich gesagt schon ziemlich gut vorstellen, dass das ein Allesfresser war. Ich glaube, jetzt geht er was fressen. Geht hier, glaube ich, direkt zum Fleischfutterspender. Genau, das ist halt das, was jetzt neu dazugekommen ist. Er hat halt vorher nur Pflanzen gegessen. Die Animation sieht sogar echt gut aus. Das Fleisch wackelt und er nimmt auch sogar die Brocken richtig in den Mund. Hätte ich nicht gedacht. Ich teste die halt auch gerade zum ersten Mal, die Mod. Aber das sieht doch ganz cool aus, wie der das frisst. Finde ich richtig gut. Ich frage mich ja, wie es bei diesen Omnivoren ist, ob die jetzt auch beides brauchen, um satt zu werden. Weil der Balken ist jetzt ganz oben. Ich glaube, es reicht auch eins. Ich glaube, der muss halt nur beides im Gehege haben, um glücklich zu sein. Und jetzt seht ihr ihn mal beim Pflanzenfressen. Das hat er ja vorher auch gemacht. Ist, glaube ich, an sich dieselbe Animation. Aber ist doch schon mal sehr interessant, dass er jetzt beides snackt. Auch der Pachycephalosaurus ist jetzt zum Omnivore geworden. Du kannst auch Fleisch essen, zusätzlich. Der geht leider nicht ganz ran an das Fleisch von der Animation. Aber es sieht trotzdem völlig okay aus. Und auch der Dracorex kann jetzt Fleisch essen. Der hat hier auch oben das Symbol bekommen. Haben die eigentlich dann auch so eine Animation zusammen? Oh, jetzt ist da auch mal so ein Blatt im Mund. Hast du das gerade gesehen? Aber die interagieren auf jeden Fall miteinander. Da einfach so ein Blatt jetzt ist. Das war bei dem Theri dann ein bisschen anders. Fleisch verwandelt sich zu Blättern. Und auch der Archaeornithomimus, Gallimimus und Struthiomimus können jetzt Fleisch fressen zusätzlich. Das ist jetzt ein Struthio. Da hinten fressen sie sogar zusammen. Und irgendwie haben die auch wieder interagiert miteinander. Das hat nur nicht ganz funktioniert. Das ist jetzt hier der Archaeornithomimus. Schwieriger Name. Ja, im Hintergrund seht ihr schon, also sie sind halt wirklich jetzt gerade alle bunt gemischt. Oh, jetzt kommen auch die Gallis, die sind ein bisschen größer. Die können das nämlich auch. Das sieht sogar richtig gut aus bei denen. Der hat da ganz ins Fleisch gepickt und hatte auch was in dem Mund. Ja, bei denen funktioniert das richtig gut, die Animation. Ich glaube, die haben auch schon wieder so ein bisschen miteinander interagiert. Ist ja mega fleißig am Fressen.
Ich habe den aber auch allen großen Hunger gemacht. Übrigens, dieses Symbol sieht man hier zwar, aber nicht, wenn man in dem Entwicklungslabor ist. Kann ich euch mal kurz zeigen. Also da haben wir ja als Beispiel hier den Strutiumimus, da ist dann trotzdem noch das Pflanzensymbol. Genauso auch wie beim Dracorex zum Beispiel. Der müsste ja auch das andere Symbol haben. Hier ist leider auch nur das Pflanzensymbol. Das wurde noch nicht angepasst. Aber hier bei dem ist das, bei dem Oviraptor. Der ist ja standardmäßig vom Spiel ein Omnivore. Und auch einige Fleischfresser, wie zum Beispiel der Troodon, können jetzt Pflanzen essen zusätzlich. Oh, da frisst er schon im Hintergrund. Gehen wir da mal schnell hin. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus mit der Animation, weil er auf den Feeder, der gerade nicht vorhanden ist, gehüpft ist. Und guck mal, hier sieht es sogar gar nicht doof aus, weil er direkt in den Busch gehüpft ist. Aber der hat auch hier das Symbol bekommen. Hier könnt ihr das jetzt gleich übrigens sehen, was ich meinte mit dem Hochspringen. Das macht halt bei den Pflanzen auch. Also diesen kleinen Hops von unten auf den Feeder drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich die Animation gerade schon kannte. Dass sie sich da ums Essen streiten. Und einen weiteren Fleischfresser haben wir noch, nämlich den Compsognathus. Oh, bei dem sieht das auch interessant aus. Der springt halt auch hoch. Klick mal kurz auf den hier. Vielleicht kann man das hier sehen. Ich glaube, der springt sogar gerade ab. Nee, noch nicht. Ja, der hops auch quasi auf den Feeder, holt sich ein Stück runter und isst es dann. Aber ich meine, wenn er so im Busch drin steht, sieht es jetzt nicht so schlecht aus. Und meistens guckt man ja auch nicht von so nah dran. Wenn man jetzt von hier guckt, sieht das eigentlich sogar ganz cool aus, wie die da so rumhüpfen. Aber vom Nahen ist es halt nicht ganz perfekt. Aber eigentlich hüpfen die halt so drauf, holen sich was runter. Und dann snacken die das halt. Jetzt bekommt ihr nochmal eine schnelle Übersicht, welche das genau sind. Da haben wir nämlich einmal den Archaeornithomimus, dann den Compsognathus, als nächstes den Gallimimus. Ah, ich habe schon einen übersehen, nämlich da drüber den Dracorex. Und dann geht es, glaube ich, schon weiter runter zum... Ja, den haben wir ja schon standardmäßig im Spiel. Daneben den Pachycephalosaurus, der kommt auch durch die Mod, wird er zum Omnivore. Dann den Strutiumimus. Und ich glaube, der letzte ist der Troodon. Achso, und den Pterycinosaurus. Also es sind schon einige. Und als nächstes schauen wir uns eine Mod an, welche es winzigen Fleischfressern möglich macht, wie dem Morus Intrepidus, an den Namen werde ich mich nie gewöhnen, und den Compsognathus, die beiden sind damit gemeint. Die können jetzt zum Beispiel auch größere Fleischfresser angreifen oder so, sogar Sauropoden. Das schauen wir uns gleich auch noch an. Ich zeige es euch jetzt einfach erstmal. Die machen dann halt auch so einen Gruppenangriff und springen da halt drauf. Sieht ein bisschen abgespaced teilweise aus, wenn die dann so hoch springen. Oh, da fliegt einer. Und die Kameraführung ist dann teilweise auch ein bisschen komisch, wenn man die spectatet. Und da haben sie ihn erlegt und springen sogar nochmal drauf. Wundert euch übrigens nicht, ich habe die mit den Modifikationen wirklich sehr stark gemacht und den Spino extra schwächer. Aber die werden auch durch die Mod allgemein stärker gemacht, dass die auch eine Chance gegen größere Beute dann haben. Können eigentlich fast alles angreifen. Auch zum Beispiel ein Para. Schon fies aus, wie die von allen Seiten darauf springen. Und da haben sie ihn erlegt. Übrigens, die Kompis vergiften auch. Habt ihr es gerade gesehen? Da ist auch so ein Giftzeichen jetzt. Die haben jetzt auch ein Giftbiss. Das heißt, selbst wenn die Beute nicht erlegt kriegen, müssen sie eigentlich nur abwarten und dann
sterben die halt durch das Gift über Zeit. Es gibt tatsächlich aber auch ein paar Ausnahmen, die die nicht angreifen können. Ich hatte zum Beispiel... Oh, wie weit der fliegt. Ich hatte zum Beispiel den Kasmosaurus getestet. Den konnten die irgendwie nicht angreifen. Also ich denke, da gibt es auch noch ein paar mehr. Ich konnte halt nur nicht alle testen. Wie weit der die wegwirft, ist ja richtig lustig. Und ein Problem ist auch noch von der Mod, dass sobald man die installiert hat, dass dann die keine Ziegen und Gäste mehr angreifen können, die winzigen Fleischfresser. Aber jetzt seht ihr zum Beispiel auch mal einen Kampf, der schiefgegangen ist. Aber das Gift wirkt. Okay, der ist aber gar nicht ewig vergiftet, nur 5 Minuten, so wie es aussieht. Wenn er das übersteht, dann kann er auch wieder regenerieren. Aber ich finde es sehr schön, dass die Kompis direkt anfangen, ihre Kollegen zu fressen. Also war gar nicht so unerfolgreich für die. Aber die können zum Beispiel auch riesige Sauropoden anspringen und angreifen. Sieht immer sehr cool aus, wenn er halt auf den Boden stampft und alle runterfallen. Kannst halt leider schlecht erkennen gerade. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass ihr es unten sehen könnt. Die sind halt wirklich winzig im Größenvergleich. Aber die nagen sich hier überall in den Körper ran und dann fallen sie runter, sobald der stampft. Aber die können den auch zu Boden bringen. Ich glaube, der stirbt jetzt gleich. Ich habe den vorher aber auch geschwächt ein bisschen. Hat sogar überlebt. Okay, 5% noch. Jetzt sollten sie ihn eigentlich auch zu Boden bringen. Da steht er. Der begräbt die erstmal fast unter sich. Aber das ist schon beeindruckend, ne? Die Kleinen den zu Fall bringen können. Ist aber unrealistisch, muss man sagen. Also das würde echt nicht passieren. Auch wenn das ganz, ganz viele wären. Und zu guter Letzt schauen wir uns diese Mod noch an. Die ist ganz neu raus. Die gab es aber schon mal ein bisschen anders bei Jurassic World Evolution 1, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist nämlich der Ultima... Oder was, sag ich es richtig? Doch, Ultimasaurus. Ein ganz, ganz abgefahrener Hybride. Also da ist wirklich sehr viel drin. Der Schnabel hier vorne von dem Triceratops, dann die Hörner, der Nackenpanzer, Stegosaurus hier, diese... Sind das denn Platten? Das hier ist der Panzer vom Ankylosaurus, auch mit den Stacheln an der Seite. Hinten auch eine Mischung von Anki und Stego. Dann die Raptorklaue hier unten. Also der sieht wirklich böse aus. Und ansonsten hat er natürlich so ein bisschen die Form vom Indominus Rex. Also da ist wahrscheinlich auch viel T-Rex drin. Velociraptor. Leider ist diese Mod aktuell noch eine Replacement-Mod. Können wir mal schnell eine Ziege machen, dann sehen wir vielleicht eine Animation. Also das heißt, der Indominus Rex wird damit überschrieben leider noch. Also hier der hier. Wenn man den ausbrütet, kommt halt der Ultimasaurus raus. Ich hoffe, das wird auch noch eine eigenständige Spezies. Aber so ein paar mehr Hybriden können nicht schaden. Jetzt holt er sich nochmal die Ziege. Ja, und ich würde sagen... Mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, die 3 Mods, die ich euch heute gezeigt habe, gefallen euch. Findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung alle verlinkt. Ich würde mich jetzt über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.